Hallo liebe Leute, ich begrüße euch zu meinem zweiten Tag, den ich euch zeigen möchte. Und wir beginnen hier morgens um 8.30 Uhr direkt nach dem Aufstehen erstmal wieder auf dem Fahrrad, um den Kreislauf wieder in Schwung zu bringen. Ich habe mir jetzt auch nochmal so ein Gummiband dazu geholt, um mich ein bisschen zu dehnen am Morgen. Und ich warte auf die Post, deshalb bin ich jetzt so früh schon wach, obwohl ich bis 2 Uhr nachts noch gearbeitet habe. Aber danach geht es mir wieder richtig gut. Ich hatte zum Frühstück nur diese paar Nüsse hier, sonst nichts, und habe mir dann gedacht, weil es gerade nicht geregnet hat, dass ich mich sofort auf den Sportplatz begebe und dort meine 400 Meter Intervalle machen wollte. Ich habe dann 5x 400 Meter Intervalle gemacht, aber dazu jetzt mehr. So, jetzt bin ich auf dem Sportplatz und werde mal schauen, was ich über die 400 Meter Intervalle heute so schaffe. Ich werde anfangen mit 19 Sekunden auf 100, also ganz locker, und dann mal runtergehen auf 18 Sekunden, 17 Sekunden. Heute erstmal locker angehen lassen, weil es das erste Mal ist seit ungefähr einem halben Jahr, dass ich die Intervalle laufe, und von daher nicht übertreiben, sonst gibt es wieder Muskelkater, und mal gucken. Vielleicht 65 Sekunden, 66 Sekunden auf 400. Mal schauen, wie es mir geht ohne Kohlenhydrate. Ich habe ja heute Morgen nur ein paar Nüsse gegessen, sonst gar nichts. Und das wird sich gleich zeigen. Also bis gleich. Bin jetzt alle in 18 gelaufen, 70 Sekunden. Ungefähr auf 400 Meter, 70 Sekunden war jeder. Und fühle mich eigentlich sehr gut. Hab dazwischen sehr schnell wieder regeneriert. Bin eigentlich nach 2-3 Minuten wieder vollkommen fit gewesen. Also kein Problem, ohne Kohlenhydrate auch schnelle Einheiten zu machen. Bis später. Nach den Intervallen bin ich direkt nach Hause gegangen und hatte noch so viel Power, dass ich mir gedacht habe, so, jetzt mache ich direkt meine Bankdrückübungen, meine Kraftübungen. Ich habe auch nichts gegessen, weil ich eigentlich keinen Hunger hatte. Erstmal hier langsam aufwärmen mit ein bisschen Gewicht. Das sind jetzt, glaube ich, 60 Kilo. Jetzt sind 80 Kilo drauf und da wird es schon langsam natürlich schwer für mich, weil ich auch nur 62 Kilo wiege. Da kann ich natürlich nicht ganz so viel drücken. Egal, was ich so vorhabe an dem Tag, ich arbeite mich langsam einfach mal immer wieder hoch, um einfach mal an mein Maximalgewicht zu kommen. Das sind jetzt hier 90 Kilo und jetzt die 100 Kilo, die ich das letzte Mal nur geschafft hatte. Darüber bin ich nicht gekommen, aber das ist ja auch schon das über 1,6-fache meines Körpergewichts. Und dann habe ich mir gedacht, weil es mir so gut geht, mache ich die 105, mein Maximalgewicht, was ich bis jetzt hatte, und habe es tatsächlich geschafft. Und das zeigt natürlich auch, dass ich keine Kraft verloren habe. Jetzt wird es richtig spannend, denn jetzt seht ihr mal eine Übung, die ich eigentlich öfters mache. Heute habe ich das Ganze 5-mal gemacht, 5 Durchgänge davon. Erstmal angefangen wieder mit 80 Kilo Bankdrücken, so oft wie ich halt noch konnte, bis ich wirklich das Ding fast gar nicht mehr hochkriege und es richtig wehtut. Nochmal oben kurz Pause machen und dann noch einen hinterherhauen. Ich kann ihn ja zur Not unten auf die Stange ablegen, wenn ich möchte, und direkt danach Liegestütze machen. Normalerweise mache ich die noch ein bisschen enger, damit es so richtig schön auf die Brust geht. Und das zieht natürlich wirklich jede Energie aus eurem Muskel raus. Hält den Muskel so lange im Laktat, wie es nur geht, und dann geht es natürlich weiter. Dann ist aber noch lange nicht Schluss, auch wenn der Muskel schon richtig wehtut, dann wird es aber immer leichter und wir holen wirklich das Letzte aus dem Muskel raus, jede einzelne Muskelfaser nochmal. Und wenn man nicht mehr hochkommt, wenn es wirklich gar nicht mehr geht, dann geht es noch weiter. Dann kann man das Ganze natürlich auch nach oben hin machen und damit halten wir den Muskel wirklich möglichst lange unter Spannung und aktivieren wirklich jede einzelne Faser, die da noch übrig geblieben ist. Dann habe ich auch mal einen Nutzen für dieses Ding hier, für dieses billige Teil. Da versuche ich die Arme eigentlich so lang wie möglich zu halten, aber das geht dann auch nicht mehr. Aber das geht dann nochmal so richtig schön auf die Brust. Und zum Abschluss kann man auch nochmal die Hände richtig schön zusammendrücken, mit Luft anhalten. Da ist man dann wirklich am Ende erstmal bedient für die nächsten 10 Minuten. Das Ganze ging beim Bankdrücken mit 5 Durchgängen und jetzt geht es auch noch 5 Durchgänge
mit den Bizepsübungen und hier fange ich dann an mit 40 Kilo mit der SZ-Stange. Da versuche ich den Oberkörper so gerade wie möglich zu halten, nur aus dem Bizeps zu ziehen. Das geht natürlich am Ende nicht mehr. Hauptsache, man lässt das Ding wieder gerade und langsam nach unten. Und dann geht es weiter zur nächsten kleineren Stange, die dann weniger wiegt. Versucht dann auch den Oberkörper möglichst gerade zu halten, um wirklich nur aus den Armen zu arbeiten. Die Ellbogen sollten eigentlich auf einer Höhe bleiben. Schafft man natürlich auch nicht immer. Aber man muss sich einfach auf den Muskel konzentrieren. Man muss den Muskel dabei anspannen und dann findet man auch schon den richtigen Moment. Hier das gleiche Prinzip. Man versucht den Muskel einfach so lange wirklich im Laktat zu halten, dass er wirklich jede einzelne Muskelfaser nochmal aktivieren muss. Vor allem natürlich auch für Sprints und für kürzere Strecken beim Laufen, wenn die Arme dann mal schlapp werden, ist das auch richtig gut. Und auch für die Hindernisläufe, wenn ich dann über die ganzen Hindernisse muss, oftmals hintereinander, dann werden die Arme auch schnell schlapp. Und so trainiere ich auch die Arme, dass ich die wirklich lange, so lange wie möglich in diesem Zustand halten kann. Wenn ich die kleinen Gewichte nehme, dann spanne ich den Bizeps nochmal extra dabei an, dann spürt man ihn halt noch besser. Man muss sich halt wirklich darauf konzentrieren, im Kopf, dann geht das. Und zum Abendessen gab es dann nochmal anstatt gebratenes Hackfleisch hier so Hackbällchen, einfach mal so ein bisschen in so eigene Soße trunken und da sind auch ein paar Leinsamen drin für die Ballaststoffe und so weiter. Also schmeckt eigentlich auch richtig gut und kann man so schön nebenbei essen. Und hier sehen wir dann auch mal wieder die Nährwerte, die ich heute hatte. Also extrem wenig Kohlenhydrate, unter 20 Gramm. Ansonsten sehr schön viel Fett. Eiweiß ist auch noch ein bisschen zu viel, könnte auch noch weniger. Ansonsten passt alles. Calcium war ein bisschen wenig, da muss ich ein bisschen mehr Käse mit dabei tun. Ansonsten Vitamin A habe ich gestern schon durch die Leber sehr viel. Also schön alles im grünen Bereich und genauso sollte das natürlich auch aussehen. So, das war erstmal mein Tag heute. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Also war richtig hartes Krafttraining, dann die Intervalle auf der Bahn noch und sehr wenig Kohlenhydrate gegessen. Und ich muss sagen, es geht mir jetzt wirklich richtig gut eigentlich. Also ich merke davon überhaupt nichts, dass ich jetzt so wenig Kohlenhydrate auch gegessen habe. Noch weniger als die letzten Tage natürlich. Bin jetzt ungefähr, ja, ich bin unter 20 Gramm Kohlenhydrate geblieben heute. Und ich denke mal, mein Körper hat sich jetzt langsam wirklich so angepasst, dass er damit sehr gut klarkommt. Auch die Intervalle waren eigentlich kein Problem. In 18 Sekunden, das ging. Ich musste nur noch ein bisschen langsamer machen, weil ich mich erstmal an die Spikes gewöhnen wollte und so weiter. Aber sonst alles eigentlich sehr gut gelaufen. Ich lese übrigens gerade hier diese beiden Bücher. The Art and Science of Low Carbohydrate Living. Und dazu für die sportlichen Leute Low Carbohydrate Performance. Ist wirklich sehr interessant, was dort drin steht. Ich meine, ich wusste ja vorher schon seit Oktober, dass mir weniger Kohlenhydrate beim Sport viel mehr helfen. Aber dass man da noch eine Stufe draufsetzen kann, das habe ich jetzt durch die Bücher erst erfahren. Und das probiere ich halt gerade aus. Ihr solltet aber vorsichtig sein, wenn ihr vor allen Dingen so eine ketogene Diät macht. Die muss man wirklich richtig machen. Auf die Lebensmittel achten, auf die Sachen achten, die man noch, ja, zum Beispiel durch Gemüse zu sich nehmen muss, wie Magnesium oder sonstige Sachen. Da muss man schon Auge für haben und das auch wissen. Aber schwierig ist das Ganze eigentlich nicht, wenn man es einmal verstanden hat insgesamt, wenn man da einmal durchgegangen ist und wirklich im Kopf verstanden hat, was passiert im Körper, was braucht der Körper, dann ist es kein Problem, sich damit auseinanderzusetzen und danach auch zu leben. Auch die Nahrungsmittel, die ich jetzt bis jetzt hatte, das Essen, was ich hatte, war kein Problem. Ich bin heute Morgen aufgestanden um 8:30, habe mich dann direkt ohne zu frühstücken eben wieder die 10 Minuten hier aufs Fahrrad gesetzt. Waren heute mal keine 15, sondern nur 10, weil das Video dann zu Ende war, da hatte ich keine Lust mehr. War dann wieder fit, gut drauf. Und dann habe ich eigentlich nur zum Frühstück die paar Nüsse gegessen. Das waren gerade mal 6 Kohlenhydrate, 6 Gramm Kohlenhydrate. Und bin dann direkt im Anschluss morgens um 10 Uhr auf die Bahn gegangen und habe meine 400 Meter Intervalle gemacht.
Das hätte ich so vorher nie gemacht. Gut, ich habe auch auf dem Regenradar gesehen, dass es nachher anfängt zu regnen. Deshalb bin ich so früh gegangen. Aber es war überhaupt kein Problem. Und danach, nach diesen Intervallen, hatte ich auch gar keinen Hunger mehr, komischerweise. Ich war dann den ganzen Tag unterwegs. Wir haben noch einen Roller weggebracht und all sowas. Und ich hatte da eigentlich keinen Hunger. Hunger hatte ich erst wieder so ab 16 Uhr ungefähr. Also diese ganze Zeit dazwischen, 6 Stunden, hatte ich keinen Hunger, kein Problem. Und habe mir dann halt ein bisschen Rührei gemacht, was ich leider nicht auf dem Foto habe jetzt oder euch zwischendurch gezeigt habe. Einfach nur ein bisschen Rührei gemacht mit 4 Eiern, ein bisschen Speck. Und das hat dann auch wieder gereicht. Bis jetzt. Jetzt ist es 20 Uhr. Ich werde gleich noch ein bisschen Hackfleisch anbraten, ein paar Buletten machen und das dann vorher noch einbauen. Aber ansonsten habe ich bis jetzt auch noch wieder keinen Hunger. Ein paar Nüsse einfach zwischendurch gegessen. Mein Keto-Test ist jetzt negativ gewesen die ganze Zeit. Und nur ein bisschen positiv zwischendurch. Ich vermute einfach mal, dass es daran liegt, dass ich beim Krafttraining, was ich die ganze Zeit zwischendurch gemacht habe, dass der Körper halt diese Ketokörper benutzt, um anstelle von Glucose halt Energie im Muskel bereitzustellen. Und das hat sehr gut geklappt. Ich habe meine 105 Kilo maximal wieder geschafft, bin also nicht schwächer geworden, sondern habe mich im Gegensatz zu den letzten Malen sogar gesteigert. Zwar nicht ein neues Maximalgewicht geschafft, aber trotzdem gesteigert zu den letzten Malen. Und auch sonst, ich meine, ihr habt die Übung ja gesehen, richtig harte Übungen bis zum Ende, das ganze 5-mal und habe danach auch noch ein bisschen Schulterdrücken und sowas gemacht, was ich jetzt nicht auf Video habe. Und ich habe mich richtig gut gefühlt, auch zwischendurch, ich war jetzt nicht schlapp oder sowas, ich bin jetzt auch noch richtig fit nach dem Training und kann jetzt noch bis 1 Uhr noch arbeiten, ein bisschen an meinem Buch schreiben und ich muss sagen, heute lief es richtig gut. Mal schauen, wie es am Samstag wird beim 5-Kilometer-Lauf. Soweit erstmal dazu. Ich hoffe, ihr folgt einfach weiter meinem Vorhaben. Mal schauen, wie es sich ergibt. Wann ich vielleicht irgendwie was Negatives an mir feststelle. Bis jetzt eigentlich nur positive Eigenschaften. Und wir schauen einfach mal weiter. Bis zum nächsten Mal, euer Daniel.